Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich möchte heute die Performance dieser beiden E-Scooter miteinander vergleichen. Wir haben hier einmal den SO 4 Pro von Soflow und den Ninewood Max G30D. Das sind wohl zwei der beliebtesten E-Scooter in Deutschland. Ja, ich werde messen die Entfernung von 0 bis 100 in 100er Schritten bis 0 bis 1 Kilometer. Dann werde ich einmal eine Messung machen von 0 bis 10 km/h. Das Problem ist in dem Bereich, dass ich ja ankicke. Und so ist das federbehaftet. So misst man ja nicht den Scooter, sondern letztendlich meine Leistung. Deswegen habe ich das Preset hier nochmal angepasst. Und dann werde ich messen ab 10 km/h bis 11 km/h in 1 km/h Schritten bis 25. Dann gucken wir, wo er am Ende ankommt. Und die Bremsleistung von 18 auf 0. Beide Scooter sind voll geladen und ich habe den Reifendruck eben auf allen Reifen auf 3,2 bar eingestellt. Ja, ich bin jetzt mit dem Ninebot Max G30D am Start meiner Rennpiste. Das ist die Straße hier. Hier habe ich immer ganz gute Ergebnisse erzielt. Dann fahren wir mal los. Er hat es auf 21 km/h geschafft. Wir haben alles komplett verifizierte Ergebnisse, das ist gut. Da ist die Strecke hier offenbar ziemlich gut geeignet für. Bei der Linie hier bremse ich mit beiden Bremsen. ,34 Sekunden. So, ich mache das Ganze jetzt noch eine zweite Runde und dann zeige ich euch das bessere Ergebnis. Da vorne haben wir die Ziellinie. Gehe ich jetzt vorne in die Bremse. 2,01 Sekunden. So, jetzt ist der SO4 Pro dran. Ich fahre wieder zweimal. Ja, ehemalig ein kleines Problem beim Beschleunigen mit der Gasannahme. So, da vorne ist die Ziellinie. Ich werde gleich beide Bremsen voll betätigen. Das ging fix. So, ich drücke Reset und dann machen wir die zweite Runde mit dem SO 4 Pro. Auch dieses Mal Probleme mit der Gasannahme. Ich musste zweimal drücken. Davon abgesehen macht er das natürlich ganz hervorragend. Da vorne haben wir die Ziellinie. An der Ampel mache ich eine Vollbremsung mit beiden Bremsen. Auch wieder ein sehr guter Wert. 1,46 Sekunden. Hier seht ihr die Werte der Beschleunigungsmessung grafisch dargestellt. Die flacheren Linien bedeuten, dass er schneller beschleunigt hat. Die
Je höher die Linie ist, umso mehr Sekunden hat er gebraucht. Der Zofo SO4 Pro hat es einmal sogar bis 24 km/h geschafft und beim zweiten Mal bis 23 km/h, bis die Regelung ihn runterregelt auf 22 km/h. Und der Ninebot Max G30D, der ist einmal kurz auf 21 km/h gekommen, bei der zweiten Fahrt auch, aber das war so spät, das habe ich hier nicht eingetragen, es hätte sonst alles verfälscht. Ja, aber klar erkennbar ist, dass der Soflo SO4 Pro deutlich schneller beschleunigt. Gut erkennbar ist, dass die beiden Linien, die zum gleichen Fahrzeug gehören, hier relativ nah beieinander liegen. Die sind zwar nicht perfekt übereinander, weil da gibt es immer ein paar Abweichungen, aber die sind doch relativ nah. Bei der Distanzmessung sieht man nur zwei Linien. Das liegt daran, dass die Ergebnisse der beiden Versuche von den jeweiligen Fahrzeugen quasi deckungsgleich übereinander liegen. Da gibt es zwar minimale Abweichungen, aber die sind ja in der Grafik gar nicht mehr zu erkennen. Auch hier ist das so, dass die flachere Linie bedeutet, dass er das Ganze schneller geschafft hat. Weil je höher die Linie ist, umso mehr Sekunden braucht er. Klar erkennbar ist, dass der Soflo SO4 Pro das Ganze hier schneller schafft, weil er fährt 22 km/h, während der Ninebot Max G30D eben nur 20 km/h fährt. Oben rechts sieht man noch die Ergebnisse des Bremstests. Auch hier haben wir bei beiden Fahrzeugen in den jeweiligen zwei Versuchen relativ ähnliche Ergebnisse erzielt. Und auch hier ist ganz klar ersichtlich, dass auch hier der Soflo SO4 Pro bessere Ergebnisse liefert. Das liegt sicherlich an der verwendeten Technologie von Scheibenbremsen. Die bremsen einfach besser als die Kombination Trommelbremse mit Motorbremse. Ja, soviel zur Performance-Messung von dem Ninebot Max G30D gegen den Soflo SO4 Pro. Der Soflo SO4 Pro hat natürlich eindeutig gewonnen in allen Belangen. Ja, dann würde mich natürlich interessieren, ob euch das Ganze hier gefallen hat. Schreibt mir das mal in die Kommentare oder ob das aus eurer Sicht Unsinn ist, was ich hier mache. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!